Per Steinbrück, Kanzlerkandidat, hagelt es Kritik auch aus den eigenen Reihen. Wobei mit eigenen Reihen die SPD gemeint ist. Die SPD kritisiert Steinbrück schon so, als wäre er bereits Kanzler. Die Sozialdemokraten haben natürlich berechtigte Angst, dass Steinbrück von Leuten gewählt werden könnte, die gar nicht in der SPD sind. Viele sagen, er soll seine Nebeneinkünfte offenlegen, andere sagen, er soll seine Haupteinkünfte offenlegen. Er wird das tun und dann wird man sehen, dass der unbedingt Kanzler werden muss, denn dann kriegt man die teuren Vorträge kostenlos. Er kann komplizierte Zusammenhänge so erklären, dass man den Eindruck kriegt, er hätte sie verstanden. Morgen geht's weiter.